Herzlich willkommen zurück hier bei Doom Eternal. Ich bin der Doomslayer. Und ich slay den Doom. Ich weiß gar nicht mehr, was unsere Herausforderungen waren. War Pinkies. Führe 3 verschiedene Glory Kills bei Pinkies aus. Und Bloody Secret. Schließe die beiden Genehmigungen. Irgendwas ist doch hier kaputt. So. Da waren nämlich eben gerade... Stand da zweimal War Pinkies oben, habe ich doch ganz genau gesehen. So, wo sind wir denn hier? Wir sind wieder hier unten drin. Und da ging es nicht rein. Aber jetzt können wir hier durch. Halt's Maul! Bam, da haben wir's. Überlebe einen tödlichen Treffer, Gegner. Alte Maus war in der Luft. Nice. Chronoschlag. Können wir ja tatsächlich mal vielleicht ändern. Aus größerer Entfernung. Okay, halte Maus 2 in der Luft, um die Zeit kurzzeitig zu verlangsamen. Okay, aber wo sehe ich denn, wie weit die Rune ist? Oh, ist das geil. Es ist wieder soweit. Oh. Oh. Keine Muni mehr. Okay, ich muss mal einen zersäbeln. Ich habe nämlich wenig Muni. Fuck yeah. Autsch. Ah. The fuck ist das hier? Oh, Stummelchen. Ah.
auch keine Muni mehr. Ungeil. Holy smoly, Leute. Du hast einen Kurzschluss. Okay. Alright. Wie kommen wir da rein? Indem wir die Münder aufmachen, ne? Haben wir alle Schlüssel? Das ist die Frage. Zwei weitere Schlüssel für den Durchgang. Finden Sie sie. Guck mal da oben. Wie komme ich da hin? Früher oder später kommen wir nochmal hier lang, ne? Wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Manchmal muss man der Evolution einfach einen Schubs geben. Und hier bei der UXC schubsen wir ordentlich. Mehr sehe ich hier nicht. Die UAC. Wir bauen die Brücke zwischen Menschheit und Himmelreich. Ah. Sei ihr! Nein!
und tschüss. Oh. Brennen länger. Das klingt gut. Munition haben wir ja jetzt voll. Sei ihr. Oh, Sklave, das sehe ich ja jetzt erst. Sei ihr Sklave. Wie wär's mit... Nö. Dies ist das Herz des Nests. Es hat Wurzeln im Hauptgenerator dieser Einrichtung geschlagen. Reaktivieren Sie diesen, um das Nest zu zerstören. Damn, bist du hässlich! Scheiße. Alter, der Herzschlag. Super Blutnest. Vegeta Daten. Vegeta. Vega Dateneintrag. Berichtdatei. Hashtag Arc Ar. Karl. Leck mir am Arsch. Bericht Anfang. Operation Locke AAR wie folgt. Aufgrund von Meldungen über die Präsenz von UAC-Kultisten am Locke-Reaktor. Ist mir egal, ob das Locke heißt. Versuchten die Aufklärungsteams Infil Gamma und Infil Hector sich Zugang zu Locke zu verschaffen und die Situation einzuschätzen. Ihre letzte Übertragung wies auf ein massives Auftreten von Dämonen hin, die über die Kontinuum-Tore, sprich Höllenportale, in die Reaktoranlage eindrangen. In einem Notfalltreffen des globalen Rats wurde eine sofortige Antwort des Ark auf die Situation im Locke-Reaktor abgesegnet. Die vereinten Koalitionskräfte umfassten 4 US-Kampf-Mech-Divisionen, die Con-Eur Langstrecken-Marine-Artillerie, hätte ich auch geschickt, 27 US Nightbird Apaches, 3 NATO-Sturmtrupp-Bataillone, 2 Con-Europäische Levi-Tank-Eingreifdivisionen und 18.000 Special Forces-Einheiten der Koalition. Tja, hätten sie mal 28 US Nightbird Apaches geschickt. War ja kein Wunder, dass sie nicht gewonnen haben. Das anfängliche Bombardement der LMA führte zu einer direkten Reaktion der Invasionskräfte. Eine geschätzte Zahl von 8000 DP-013G-Einheiten, sprich Gargoyles, attackierten die Flotte. Warum schreiben die nicht Gargoyles? Versenkten 32 Schiffe und setzte weitere 78% der Flotte außer Gefecht. Wir haben nur locker schon 8000 von denen platt gemacht. Die übrigen Schiffe zogen sich auf eine Position rund 32 Meilen von der Küste zurück, außer Reichweite der Gargoyles, aber auch zu weit entfernt für den Artillerieeinsatz. Nach Abzug der Flotte leiteten Kampfmechs und Apaches eine Nahfeueroperation gegen den Reaktor ein, während Sturmtruppen und Spezialeinheiten eine rückseitige Infiltration versuchten. Mehrere Verbände gelangten in den Reaktor, wo die Dämonen bereits ein DP-136-Nest, sprich Superblutnest, errichtet hatten. Wenngleich Blutnester schon vor vielen anderen Invasionsorten gemeldet wurden, handelte es sich bei diesen um das bislang größte.
Das Nest bildete sich direkt um den Reaktorkern. Mehrere tausend IFF-Signale sind am Ort des Nests eingehäuft, was darauf hindeutet, dass die Dämonen unseren gefallenen Truppen als Teil ihres bio-organischen Kontinuumstors einsetzen. Im Moment wird das DP-136-Nest als ursprünglicher Einfallsort der Invasionskräfte betrachtet. Ohne Zerstörung des Kontinuumstors sehen die Analysten keine Möglichkeit, den Strom der Angreifer einzudämmen. Empfohlene Reaktion? TNV, totale nukleare Vernichtung. Wow. TNV. Apropos tot. Mach auf. Lass mich rein. Wow. Aber schnell zerplatzt. Okay, womit haben wir es hier zu tun? Damn! Oh, oh, holy smoly Kakeroni, Alter. Strahlenschutzanzug. Der Strahlenschutzanzug schützt den Spieler vor Giftschleim und giftigem Wasser, aber er zersetzt sich im Laufe der Zeit. Okay, aber wir haben keine zeitliche Vorgabe, so wie es früher der Fall war. Versucht ihn natürlich ein bisschen einzusparen. Welche Batterie? Oh, der zersetzt sich relativ schnell. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Da nach oben, oder nicht? Ey! Überall wenig Munition, das ist einfach... Keine Angst! Ist ihre Seele einmal verzehrt, wird ihre Angst vergehen. Du weißt wirklich, wie man einen aufbaut. Gib mir was Einfaches. Okay.
ist doch scheiße. Okay, dafür habe ich nicht genug. Ne? Der Revenant. Rote Blutschlüssel. Sie haben jetzt Zugang zur Herzkammer. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich hab's. Drei verschiedene. Haben wir damit alle Herausforderungen abgeschlossen? Yes, baby. Sorry, Alter. Das ist einfach, mein Hirn ist gar nicht mehr so richtig aufnahmefähig. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, haben wir nicht. Haftbomben? Können wir die? Können wir nicht. Hier können wir. Aufladezeit des Mikrowellenstrahls um 66% gesenkt. Das ist gut. Oh, warte mal, wir können ja auch für den Anzug bestimmt. Nehmen wir auch 6 Punkte. Schaden gegen einen eingefrorenen Dämon ist erhöht, das ist gut. Oh, Streubomben. Das klingt super. Streubomben. Schnellerer Modwechsel klingt auch super. Machen wir selten, weil wir uns ein bisschen auf unsere eingespielt haben. Aber besser als nicht. So, hier haben wir alles mitgenommen. Oh! Blöder Kackarsch! Ich hab jetzt eine Chaingun, Mama! Schade, man kann die nicht vorglühen lassen. Oh, das wird nicht gut ausgehen. Ihr Generator ist inaktiv. Aktivieren Sie zwei nahe Kontrollterminals, um den Strom manuell komplett wiederherzustellen. Ich entriegele den linken Terminalraum.
Okay. Danke. Läuft. Strom wiederhergestellt. Aktivieren Sie noch das zweite Kontrollterminal, um das Nest zu zerstören. Es ist mir nicht möglich, diese Tür zum zweiten Terminal zu öffnen. Suchen Sie einen alternativen Weg. Okay. Wie wär's, wenn ich einfach ein verficktes Loch in die Wand sprenge? Ich mag die Waffe. Fragen Sie mich, Boah. Was Sie für Sie tun können. Fragen Sie, was Sie für uns tun können. Alles klar. Fliehen Sie nicht vor unseren sterblich gehandicapten Gästen. Seien Sie unseren neuen Freunden große Gastgeber. Okay. Oh, schlechtester Zeitpunkt. Wo ist denn die Chain? Da ist die Chain Gun. Mobiles Geschütz. Energieschild? Fuck das Energieschild. Mobiles Geschütz, Baby! Gleich mal gucken, ob wir die auch aufwerten können. Also. Wandlungsgeschwindigkeit des mobilen Geschützes erhöht das Bewegungstempo. Naja, gut. Wir brauchen unbedingt Muni. Das heißt, ich muss mal so einen kleinen Zombie oder so zerschnetzeln. Leute, ich hoffe, wir haben jetzt hier alles mitgenommen. Ich meine, gut, den haben wir nicht mitgenommen. Aber der zählt nicht als Secret, ne? Oh, hell no. Da ist ein fucking Revenant neben mir gelandet. Okay, cool. Oh nein, hier ist irgendwo so ein Bluttotem. Wo ist das? Nein.
Warte mal, ist hier irgendwas, was ich brauchen könnte? Nein, sieht nicht so aus. Scheißteil. Hi! Dich habe ich gesucht, mein Freund. Müssen irgendwie kommen wir da noch mal hin, glaube ich. Oh, hell no. Ist scheiße. Von heute dient einem besseren Morgen. Die UAC, Drogenopfer von heute, dient einem besseren Morgen. Das ist das, was ich gehört habe. Wenn ihr was anderes gehört habt, schreibt's gerne in die Kommentare. Denn das war's für diese Folge Doom Eternal. Mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Hinterlasst mir gern ein Däumchen und einen netten Kommentar. Bye bye.